Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Emerald Zone. Und heute haben wir gleich drei Dinge vor. Zuallererst habe ich ja gesagt, wir benennen ein paar Pokémon nach euch. Als zweites werde ich euch dann das Team für die Kampfpyramide vorstellen. Und als drittes werden wir dann auch noch versuchen, im Kampfring gegen Greta zu kämpfen. Wie genau wir das zeitlich in einen Part stecken wollen, erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Auf geht's! Bevor ich euch verrate, für welche Namen ich mich entschieden habe, möchte ich noch einmal an euch alle appellieren, dass ihr bitte nicht böse auf mich sein sollt, wenn ich euch nicht ausgewählt habe, weil es ist nun mal so, dass sich viele zum Beispiel für Gengar gemeldet haben und ich kann natürlich nicht Gengar nach allen benennen. Das geht ja nicht. Ich muss ja einen aussuchen. Und deswegen seid bitte so fair und gönnt es dann denjenigen, die es geschafft haben und versucht euch einfach für ein anderes Pokémon zu bewerben. Ist ja nicht das Letzte, was hier antreten wird. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt es sportlich. Wäre sehr cool von euch. So, und wir fangen mal mit dem Pokémon Latios an. Und zwar gab es nur eine Bewerbung für das Pokémon, daher fiel die Entscheidung sehr, sehr leicht aus. Und zwar heißt Latios Niki ab sofort. Herzlichen Glückwunsch, gewonnen hat er mit diesem Kommentar, was ihr da unten irgendwo seht. So, und dann kommen wir zum nächsten Pokémon. Und das ist Smetbo. Doch, welchen Namen hat Smetbo bekommen? Es gab zwei Bewerber und Smetbo hat den Namen Misa bekommen. Klar, Smetty ist ein bisschen männlich und es wird für mich wahrscheinlich auch immer Smetty bleiben, wegen der Blattgrün-Edition. Aber, ja, Misa fand ich einfach ein sehr schöner Name, der gut drauf gepasst hat und ein Kommentar, der mich etwas mehr überzeugt hat als der zweite, aber knapp war es, auf jeden Fall. Wir schauen zum dritten Pokémon und das ist Metagross. Hier gab es ebenfalls nur eine Bewerbung und zwar der PC-Freak. Denn Metagross ist ja ein Computergehirn, eine Schaltzentrale, wie auch immer. Da passt ja PC-Freak wie angegossen. Und dann kommen wir natürlich zum großen, großen Pokémon Gengar, wofür sich sehr viele von euch beworben haben. Und ich habe mich letzten Endes für einen ganz, ganz kleinen, kurzen, feinen Kommentar entschieden. Und zwar den vom Nemax. Nemax heißt jetzt Gengar. Ihr seht ihn da unten eingeblendet. Das hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und es guckt euch Gengar an. Es ist so die perfekte Beschreibung von Gengar. Und ja, ich fand, das war der kreativste und irgendwie kurz und knackig. Und von daher heißen unsere Pokémon jetzt so. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie denn das Team für die Kampfpyramide aussieht. Kommen wir nun zum Team für die Kampfpyramide und da muss ich ein bisschen mehr Vielfalt einbringen. Denn die Kampfpyramide ist so aufgebaut, dass auf jeder Ebene eben auch wilde Pokémon auftauchen und das von Durchgang zu Durchgang anders ist. Beim ersten Durchgang trifft man durchweg auf Pokémon, die einen versuchen zu paralysieren, also fast nur Elektro-Pokémon. Beim zweiten Durchlauf trifft man fast nur auf Gift-Pokémon und beim dritten fast nur auf Feuer-Pokémon. Und drei Durchläufe brauchen wir, um gegen den Kampf-Koryphilisten da kämpfen zu dürfen. Diese Kampf-Koryphäe setzt drei Pokémon natürlich ein, und zwar Regirock, Regieis und Registeel. Ein Stein-, Eis- und Stahl-Pokémon, allesamt mit hohen Verteidigungs- oder Spezialverteidigungswerten. Für mich war von Anfang an klar, welches Pokémon unbedingt mit muss in die Kampfpyramide, und zwar ist das Hytyra. Nämlich wegen zwei wichtigen Attacken. Zum einen Weichei und zum anderen Aromakur. Denn diese beiden Attacken kann man auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und zwar kann man mit Weichei sich selbst KP abziehen und sie einem anderen Pokémon gutschreiben. Und da Hytyra nun mal sehr, sehr viele KP hat, ist das sehr, sehr gut, um unsere Pokémon zu heilen. Und zum anderen Aromakur, womit man die Statusveränderungen aller anderen Pokémon heilen kann. Was ebenfalls ein großer Vorteil ist. Das heißt, wir können durch Hytyra all unsere Pokémon immer wieder aufheilen. Und im Kampf kann Hytyra dann 50% der eigenen KP durch Weichei auch wieder aufheilen. Also alles optimal. Als zusätzliche Attacken würde ich dann eben noch Toxin geben, womit wir eben Giftschaden verteilen können. Und Geowurf, der ja konstant dann 100 KP abzieht. Und die EVs würde ich natürlich auf den Verteidigungs- und auf den Spezialverteidigungswert legen, damit wir ein bisschen was überleben. Beim Wesen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich würde auch dazu tendieren, eher den Verteidigungswert zu pushen. Oder was meint ihr? Als zweiten neuen Teampartner würde ich Sumpex gerne mit reinnehmen. Ich weiß, ihr habt auch Milotic vorgeschlagen, aber Sumpex passt einfach besser, weil Sumpex sowohl bei der ersten Ebene gegen die Elektro-Pokémon immun ist, als auch bei der dritten Ebene gegen diese Feuer-Pokémon eine starke Resistenz aufweist. Und das Sumpex würde ich sehr, sehr gerne zu einem richtigen Offensivmaster machen.
Und zwar mit Erdbeben, Steinhagel, Durchbruch und Rückkehr. Zusätzlich dazu ein Walband. Das Walband sorgt dafür, dass man im Kampf nur eine einzige Attacke einsetzen kann und diese immer wieder einsetzen muss. Dafür ist diese allerdings deutlich stärker. Bei den EVs bin ich mir sehr unschlüssig. Es wäre natürlich zum einen sinnvoll, die Initiative zu verbessern, es wäre zum anderen auch sinnvoll, den Angriff aufzupushen, damit wir eben noch mehr Schaden machen. Genauso sinnvoll wäre es eben auch, die Verteidigung und die Spezialverteidigung zu erhöhen, da man dadurch noch deutlich mehr aushält und die KP sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Also, wenn ihr dazu eine Meinung habt, wie ich Sumpex am besten aufpolieren sollte mit den EVs, dann schreibt's mal in die Kommentare. Und als drittes neues Pokémon habe ich das Wunsch-Pokémon Wuin genau mit ins Team genommen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es soll uns wirklich bloß gegen die Kampf-Koryphäe helfen. Es wird natürlich auch hier und da von Nutzen sein, aber hauptsächlich gegen die Kampf-Koryphäe. Und zwar setzt Regirock nur Offensivattacken ein. Das heißt, wenn wir mit Wuin genau da sind, dann wissen wir hundertprozentig, es setzt eine Offensivattacke ein, wir können mit Konter zurückschlagen. Und Regirocks Verteidigung ist somit total ausgehebelt. Andererseits setzt Regi Eis wiederum nur spezielle Attacken ein. Es hat zwar auch andere Attacken, aber die ziehen dann nichts ab, also es wird, wenn es uns verletzt, mit einer speziellen Attacke verletzen. Das heißt, hier können wir eben Spiegelcape einsetzen. Regi Steel setzt ebenfalls nur physische Attacken ein, wie Erdbeben und Metallklaue, die wir ebenfalls wieder kontern können. Allerdings kann Regi Steel ausnahmsweise auch mal Toxin, was uns auch so dahin raffen könnte. Das heißt, da ist Wuin genau nicht unbedingt die optimale Lösung. Ich möchte die Teams aber unterschiedlich aufstellen, also für jede Ebene ein anderes Team wählen. Und für die erste Ebene, wo eben Elektro-Pokémon auf uns warten, würde ich gerne Sumpex mit reinnehmen natürlich, wegen seiner Bodenimmunität. Hytyra, weil Hytyra kann uns dann eben heilen und hält außerdem sehr viel aus, weil es eben eine sehr hohe Spezialverteidigung auch noch hat. Und zusätzlich Gengar, einfach damit wir noch etwas haben, was auf die Spezialverteidigung des Gegners geht. In Ebene 2 wird man versuchen, uns zu vergiften. Demzufolge ist Gengar natürlich wieder eine super Option, weil es selbst vom Gifttyp ist und somit nicht vergiftet werden kann. Und zum anderen auch Metagross ist natürlich sehr cool, weil Metagross ebenfalls nicht vergiftet werden kann, weil es vom Typ Stahl ist. Als drittes Pokémon würde ich dann wieder Hytyra mitnehmen. Bei der Ebene 3 bin ich dann komplett überfordert. Wuin genau würde ich halt, wie gesagt, aus diesen Gründen mitnehmen wollen, die eben schon genannt wurden. Zum anderen würde sich eben auch Gengar anbieten, um gegen Regi Steel mit Feuerschlag zum Beispiel agieren zu können. Und allerdings ist Sumpex auch sehr, sehr cool, weil es mit Durchbruch zum Beispiel gegen alle drei Regis eine sehr effektive Attacke hat. Und damit wesentlich Schaden austeilen könnte. Vielleicht gegen Regirock nicht so viel, weil Regirock eben eine sehr hohe Verteidigung hat, aber da haben wir ja dann Wuin genau. Und dann würde ich eben aber auch noch sehr gerne Hytyra mitnehmen, damit wir geheilt werden können auf dem Weg dahin. Ist besonders wichtig für Wuin genau zum Beispiel, dass natürlich unverletzt in den Kampf gehen sollte. Alle anderen natürlich nach Möglichkeit auch. Und von daher weiß ich da ehrlich gesagt nicht, welche drei Pokémon ich mitnehmen sollte. Ich tendiere allerdings dazu, Gengar nicht mitzunehmen. Wie denkt ihr denn darüber? Das war's dann im Prinzip mit dem Kampfpyramiden-Team. Eure Meinung ist wirklich gefragt. Ich wollte das eigentlich in dem nächsten Video erst machen, aber es ist halt wirklich dringend, weil ich demnächst nicht mehr da bin und ein bisschen im Voraus aufnehmen muss. Und von daher wäre mir eure Meinung jetzt sofort so schnell wie möglich eben sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. So, jetzt machen wir allerdings im Kampfring weiter. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir das so, dass ich einfach die ersten zwei Durchgänge auf jeden Fall so spiele, als wärt ihr nicht dabei. Ich nehme das Ganze auf. Falls ein spannender Kampf dabei ist oder falls ich scheitern sollte, werde ich euch das Ganze natürlich zeigen. Aber ich denke mal, die ersten Kämpfe werden nicht so interessant. Deswegen überspringen wir die einfach und gehen dann in die letzte, dritte Runde. Und dafür suchen wir dann mal auf Greta zu treffen mal wieder. Und dieses Mal bin ich dann ein bisschen gewappnet dagegen das Ninjatomo. Und da wird Gengar dann ordentlich, beziehungsweise wird Nemax dann ordentlich zuschlagen. Okay, das Rasaf hat alles von uns ausgeschaltet jetzt. Durch den Referee vor allem. Angeberei kommt uns natürlich entgegen, wenn wir es schaffen hier. Sehr gut. Rasaf ist weg und es bleibt noch ein Pokémon übrig, das ist von Meo. Das kann eigentlich nicht so viel anrichten, aber ich habe halt so ein bisschen Angst davor, dass wir uns selbst Schaden zufügen und das nicht zu wenig. Aber okay, passt. Ich denke, das werden wir hier überleben. Die Verwirrung hält ja auch nicht ewig. Das Problem ist, der Referee entscheidet gleich, ne? Von daher müssen wir jetzt treffen. Ja gut, dann sind wir hier raus, ne? Optimal gelaufen, würde ich sagen. Optimal gelaufen. Sind wir tatsächlich ausgeschieden? Das gibt's ja nicht. Geschick! Oh, ein Unentschieden auch noch. Sind wir durch ein Unentschieden raus? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also nochmal das Ganze. So, dann kommen wir zum 7. Trainer des 2. Durchlaufs. Diesmal hat es ein bisschen besser funktioniert als beim ersten Mal. Und so viel dazu. Oh Mist, Enekuru war schneller als wir. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Aber das war scheinbar nur die Flinkklaue. Okay, sehr gut. Ersten Kampf gewonnen. Dann kommt jetzt Alpollo gegen Gengar. Oh, das ist ja mal interessant hier, du. Aber mal sehen, wer hier gewinnt. Mama oder Papa? Psychokinese ist natürlich dann auf der Seite von Alpollo. Das gebe ich zu. Allerdings haben wir hier einen ganz, ganz klaren Vorteil, dachte ich. Prunusbeere, verdammt. Oh nein! Das dreht den ganzen Spieß um. Ja, Silberhauch. Komm, wir versuchen es. Oh, 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 oh. Komm schon. Mach irgendwas. Nachtma, okay. Mist, es zieht uns KP ab. Scheiße. Das werden wir nicht gewinnen. Leider Gottes. Verstand geht an Misa. Geschick geht an Alpollo. Körper geht auch an Alpollo. Oh, Mann. Und wir haben mit PC-Freak fast gar keine Attacke, die was ausrichten kann. Nur Sternhieb. Naja, gut. Dann seh mal zu, dass du da was ausrichtest. So, Alpollo ist down und jetzt kommt Lunastein. Okay, Lunastein sollten wir aber auch erledigen können. Ich glaube, wir sind sogar schneller als Lunastein. Von daher Sternenhieb und... Puh, war ein bisschen knapp der letzte Kampf, aber egal. So, jetzt geht's in den 3. Run, wo wir dann eben der Kampfkoryphäe begegnen können. Weshalb wir PC-Freak auf Stelle Nummer 1 machen, Misa auf Stelle Nummer 2 und Nemax auf die 3. Damit wir gegen Ninjatom dann eben die besseren Chancen haben werden. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Jetzt wird's interessant, jetzt kommen die hoffentlich spannenden Kämpfe. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir haben es als erstes mit dem Kadabra zu tun. Womit wir jetzt eigentlich schon mal keine Probleme haben sollten. Okay, es setzt Reflektor ein, von mir aus. Ich setze erstmal Agilität ein, damit wir ein bisschen schneller werden, ne? Können wir ja gegen Kadabra gut nutzen, besonders wenn es Reflektor einsetzt. Und dann werden wir hier mit Erdbeben angreifen. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Durch Reflektor ist das Ganze nicht so klar. Reicht bei weitem nicht. Oh Mist, und wir sind paralysiert, da bringt uns unsere Initiative auch nicht viel. Das ist leider ein bisschen schlecht, aber gut. Wir gewinnen auf jeden Fall die körperliche Komponente, das ist klar. Falls wir Kadabra jetzt nicht besiegen können. Oh nein, mein Bein schläft schon wieder ein. Warum immer in solchen spannenden Matches? Beim letzten Mal war es irgendwann in der Kampffabrik, ne? Naja, gut. Naja, gut. So, wie entscheidet der Referee? Könnte sogar gar nicht mal so eindeutig werden. Verstand geht an uns. Okay, damit haben... Oh, okay. Es wird eindeutig. Gut, wir haben den ersten besiegt, aber es wird hiernach ein bisschen komplizierter. Kecleon. Okay, Kecleon nimmt immer den Typ von... der Attacke an, mit der man es trifft. Also wenn wir jetzt... Theoretisch wäre gut, wenn wir es mit Stahl treffen und danach mit Kampf, weil Kampf auf Stahl dann sehr effektiv ist. Von daher versuche ich das einfach mal. Trickbetrug. Oh nein, es werden die Items getauscht. Und ich wette, wir haben jetzt ein Wahlband. Ja, wir haben ein Wahlband. Das ist eine gute Kombination. Jetzt müssen wir konsequent mit Sternhieb angreifen. Dafür ist die Attacke allerdings auch deutlich stärker. Aber sie wird gegen Kecleon nicht erreichen. Naja, Kecleon ist zum Stahltyp und jetzt ballern wir die ganze Zeit halt mit Stahl gegen Stahl und es hat unsere Überreste. Nicht so optimal gelaufen, würde ich sagen. Spukball, okay, zieht's viel ab. Es geht noch, es geht noch. Ja, das wird jetzt nicht sehr effektiv sein, ne? Oder? Normal? Nicht sehr effektiv, okay. Mist, Mist, Mist. Aber Reflektor ist nach. Stimmt, den gab's ja auch noch. Den gab's ja auch noch. Aber wenn wir jetzt nochmal durchkommen, wäre das unser Sieg, glaube ich. Aber wir sind paralysiert. Von daher müssen wir auf den Referee hoffen, dass der hier mal so ein bisschen zu unseren Gunsten entscheidet. Komm schon. Referee, komm schon. Verstand? Ja. Geschick? Nein. Körper? Ja, okay, sehr gut. Haben wir gewonnen. Aber das war nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wir können jetzt halt weiterhin nur Sternhieb einsetzen. Dafür ist er natürlich etwas stärker, aber ist ein kleiner Nachteil. Ein kleiner. Immerhin. So, aber die Gegner können hier nicht allzu viel gegen uns machen. Wir haben halt sehr, sehr viele Resistenzen durch unseren Stahltyp. Na, wie viel zieht's ab? Ja, ich würde sagen, hat uns das Wahlband ganz schön geholfen, was? Du bist wirklich irgendwie irre. Jo, weiter geht's in den nächsten Kampf und den werden wir doch jetzt auch mal ein bisschen souveräner schaukeln. Ich meine, ein Kabutops. Ich meine, das war eben schon sehr souverän, weil wir haben ja das erste Pokémon nicht mal verloren, aber trotzdem irgendwie... Und Kabutops, vor dem habe ich ein bisschen Respekt gerade, weil ich nicht so weiß, was das für Attacken kann. Sicherlich auch Erdbeben. Und Erdbeben wäre echt nicht so nice. Von daher greife ich mal mit Sternhieb an und hoffe, dass unser Angriff sich vielleicht erhöht. Tut's nicht. Schaufler. Schaufler ist echt mies. Schaufler ist echt mies. Aber das werden wir, denke ich mal, überleben. Erdbeben trifft auch unter der Erde, ne? Jetzt hätte ich fast Agilität eingesetzt. Zum Glück habe ich dran gedacht, das dürfte sogar reichen.
Jupp, sehr effektiv. Oh, das war sehr effektiv, cool. Okay, wunderbar. Haben wir uns gerade nochmal so vor dem Schaufler gerettet. Okay, ein Pilipper. Ja, könnte ein bisschen was gegen uns ausrichten. Wir gegen es. Ja, mehr oder weniger was, ne? Sternhieb. Erst einmal, mal schauen, wie viel das abzieht. Und mal schauen, ob wir eine Agilität danach riskieren können. Oh, nicht sehr effektiv, ja. Horta. Okay, aber mit Horta kann man sich nur heilen, glaube ich, ne? Ich würde sogar sagen, wir setzen Agilität ein. Einfach, um für den vielleicht darauf folgenden Kampf gewappnet zu sein. Verzehrer, genau. Jetzt kriegt er erstmal KP dazu. Ich weiß aber nicht, wie viel. Okay, nicht alles. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt halt nochmal mit Sternenhieb rauf. Genau, trifft auch nochmal. Wunderbar, wird wieder nicht reichen. Aber wir dürften auf jeden Fall eigentlich alles gewinnen, oder? Eigentlich alles. Gehe ich mal von aus. So, mal schauen. Verstand, wir, genau, Geschick, Pilippa, warum auch immer, und Körper, wir. Sehr gut, haben wir gewonnen, alles Klärchen. Wunderbar, und jetzt kommt das letzte Pokémon, Relikant. Oh, das ist ganz nett. Werde ich... Sternhieb ist, glaube ich, auf Wasser nicht sehr effektiv, ne? Von daher setze ich mal Erdbeben ein. Eine Stärke 100, sehr effektive Attacke, sollte selbst dem Relikant zusetzen, das eine hohe Verteidigung hat. Reicht zwar nicht ganz aus. Ja, wow, Härtner. Von mir aus, wenn es sein muss, dann kommt halt noch ein Erdbeben. Und das wird dich ins Grab schicken. Damit haben wir auch Kampf Nummer 2 bestanden. Und jetzt kommt Kampf Nummer 3. Wir nähern uns der Kampfkoryphäe. Und ich will dieses verdammte erste Silbersymbol haben. Wow, Plusle wird jetzt nicht die Probleme machen. Außer es paralysiert uns. Das wäre echt unschön. Tut es allerdings nicht. Und Erdbeben reicht dann. Plusle. Naja, jetzt nicht die beste Wahl gewesen von dir, ne? Was kommt als nächstes? Minun? Metang. Oh, guck mal, hier nochmal so ein Vater-Mutter-Duell. Warum eigentlich immer Vater-Mutter? Vater-Sohn passt viel besser. Also die Vorentwicklung des unseren Pokémons. Wow, das war jetzt echt das beste Deutsch, was ich jemals gesprochen habe. Oh Mann. Egal. Es läuft gut bis hierhin. Und Metang überlebt das Ding auch nicht. Das ist wunderbar. Und als nächstes kommt Schonera. Ja, da hätte Gengar so seine Probleme mit gehabt. Wir sind allerdings sehr, sehr gut gegen Schonera gewappnet. Mit einem einfachen Durchbruch ist das Ding gerissen. Keine Chance. Was geht hier vor sich? Warum hat Schonera das überlebt? Hätte ich ja jetzt im Leben nicht mitgerechnet. Ich hätte gedacht, bei unserem fetten Angriff, der fast 400 war, plus Durchbruch, plus sehr effektiv, plus diese schwache Verteidigung, ist das ein klarer Sieg. Oder war da irgendeine Komponente vorhanden, an die ich jetzt nicht gedacht habe? Irgendein Reflektor noch oder so, aber da würde ja Durchbruch auch nicht aufhalten. Wurde unser Angriff geschwächt irgendwann? Keine Ahnung. Das... hat mich jetzt ein bisschen überrascht, tatsächlich. Oh nein, so eine alte Omi, die wirft uns bestimmt raus, da bin ich mir fast sicher. Okay, Visenio ist jetzt erstmal nicht die Gefahr. Ich würde fast sagen, wir setzen einmal Agilität ein. Optimal, Schutzschild ist natürlich super dafür. Und jetzt Durchbruch. Spotlight, ja, okay, wunderbar. Und das dürfte sogar reichen. Reicht wieder nicht. Mensch, Mensch, Mensch. PC-Freak, überschätzen wir dich hier? Oh, Angriff von Visenio steigt. Ja gut, aber du bist trotzdem immer noch langsamer, außer du setzt halt Schutzschild ein. Aber da dürften wir eigentlich auch so gut wie alles gewinnen, oder? Außer vielleicht Geschick oder so, keine Ahnung. Das verlieren wir ja meistens. Sehr gut, 6-0 Bewertung, damit ist Visenio Geschichte. Und als nächstes kommt, Morabell. Haben wir jetzt nicht die Mega-Attacken für, außer halt Erdbeben. Morabell kann bestimmt auch Erdbeben. Von daher, ist gefährlich, ist echt gefährlich. Aber Erdbeben reicht fast. Lehmschuss, okay, das ist ja ähnlich. Senkt aber Initiative, glaube ich, ne? Ah, oder macht auch gar nichts. Kann auch sein. Aber ich glaube, es kann auch Initiative senken. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, komm, Durchbruch. Sollte ja reichen. War auch noch ein Volltreffer. Wunderbar. Und dann kommt jetzt als letztes Pokémon Alpollo. Da werden wir unsere Probleme mit haben, tatsächlich. Weil es kann Schwebe. Dadurch ist es vor Erdbeben gewappnet. Durchbruch, Kampfattacken haben keine Wirkung auf Geist. Das heißt, wir haben eben nur Sternenhieb zur Verfügung. Und ich weiß nicht, wie sehr effektiv das auf Geistgift ist.
Ich müsste mir hier echt mal so eine Tabelle hinlegen, das würde vieles erleichtern. Aber scheinbar zieht es jede Menge ab, es ist ganz normal effektiv, das freut mich natürlich zu hören. Und damit haben wir den Kampf hier auch gewonnen und es ist, kommt nun mal Kampf Nummer 5, ne? Okay, da bin ich ja mal gespannt, was der jetzt so drauf hat. Ein Sandama. Ah ja, okay, da könnte es auch ein cooleres Pokémon, einen cooleren Gegner geben. Wir werden erstmal mit Erdbeben hier agieren, weil ich fast vermute, dass es sich einbuddeln wird. Kann aber auch sein, dass ein Erdbeben zurückkommt, was uns dann deutlich mehr Schaden machen würde. Steinhagel, okay, das stecken wir allerdings weg. Das stecken wir weg, du. Was haben wir denn noch? Durchbruch und Sternhieb. Sternhieb auf Boden ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Bin mir aber nicht sicher. Also nochmal Erdbeben. Zermalmklaue. Ist doch auch nur normal, oder? Scheinbar kann das dann da mal nicht allzu viel ausrichten und wir könnten das jetzt sicher für uns entscheiden. Aber ich würde fast sagen, den Zug hier, ne, der uns, den verschwenden wir jetzt nicht einfach und setzen Agilität ein. Weil der Referee dürfte für uns entscheiden und alles gut, ne? Steinhagel nochmal, geht sogar daneben, ja, dann entscheidet mal Referee. Genau, Überreste heilen unsere KP auch nochmal. Also die körperliche Komponente haben wir definitiv gewonnen und eine von den anderen beiden ja wohl sicherlich auch, oder? Verstand, boah, macht sich immer so spannend, ey. Warum hat der eigentlich Verstand mehr? Ich check es nicht. Der hat uns immerzu mit Steinhagel und Zermalmklaue angegriffen. Was alles nicht sehr effektiv war. Oder ist Verstand mehr offensive Attacke eingesetzt? Weil da hätte es ja dann eine offensive Attacke mehr gehabt als wir. Oh, ein Quappo ist natürlich auch nicht so schön, aber wir dürften ordentlich Schaden reindrücken, denke ich mal. Ah, geht sogar. Hält sich in Grenzen. Felsgrab senkt unsere Initiative, eventuell scheinbar jetzt dieses Mal nicht. Das ist gut. Das heißt, unsere Agilität hat weiterhin Bestand. Dann nochmal Erdbeben. So, reicht wieder nicht ganz, nehme ich an. Genau. Und nochmal Felsgrab. Die wird dieses Mal aber unsere Initiative senken, denke ich. Wieder nicht? Okay, ganz schön Pech, Quappo. Ganz schön Pech. Ja, und dann werden wir das Ding jetzt hier gewinnen mit einem Durchbruch. Vor allem haben wir nicht 1 KP Schaden genommen durch Überreste. Ist schon ganz cool, dieser PC-Freak, ne? Den finde ich schon ganz, ganz interessant. Ja, die anderen beiden Pokémon hatten bisher noch nicht so viel zu tun. Ist vielleicht tatsächlich eine interessantere Wahl, PC-Freak auf die erste Stelle zu machen. Allerdings können wir die nicht alle so one-hitten, wie Gengar es kann, weil er nicht so eine Vielfalt hat. Aber er hält halt wesentlich mehr aus als Gengar. So, das dürfte erreichen gegen Noctuska. War sogar noch ein Volltreffer. Und dann kommen wir zum vorletzten Kampf. Das ist sehr, sehr schön. Und den müssen wir noch gewinnen. Und dann kommt Frau Kampfkoryphäe hier wieder. So ein Flora. Ja, so ein Aeroas wäre auch ganz cool dafür, ne? Aber ich setze einfach mal Sternenhieb ein, weil ich glaube, das war normal effektiv. Ne, war es nicht, oder? Ne, doch, war es. Oder? Ah, es war auf jeden Fall kein Fehler, es einzusetzen. Jo, Volltreffer. Boah, das hat voll den... Ich weiß nicht, ob der Schrei cool war oder wehtat, keine Ahnung. Ja, wir werden nochmal Sternenhieb einsetzen, keine Frage. Schön, wie oft Sternhieb eigentlich im Moment trifft, ne? Ist ja auch nicht so eine 100% genaue Attacke. Aber sie trifft gut. Sehr gut. Lorblatt wird es überleben, genau. Grasflöte. Oh, kann man da einschlafen? Ich denke, ne? Und den werden wir jetzt mit Durchbruch mal hier raufgehen. Wird hoffentlich reichen. Wollte ich auf Nummer sicher gehen. So, und dann haben wir jetzt noch das letzte Pokémon vor der Kampfkoryphäe und das ist ein Tropius. Gut, haben wir jetzt auch nicht so die Mega-Attacken für. Leider aber Sternenhieb sollte auch wieder jede Menge Schaden anrichten und wir sollten den Kampf insgesamt auch gewinnen dürfen können, wie auch immer. Notfalls haben wir Smetti und danach noch Gengar, also was soll hier noch schief gehen? Das frage ich mich. Ja toll, jetzt kann er Solarstrahler auf uns schießen und kriegt vielleicht noch irgendeinen Initiative-Boost oder sowas. Aber das wird ihm nicht viel bringen, denn ja, Durchbruch wird nicht reichen. Ich setze einfach nochmal Sternenhieb ein. So, wären wir paralysiert, das wäre ja noch deine Rettung. Ne, wir gewinnen diesen Kampf. Sehr schön. Und dann kommt jetzt wieder die Kampfkoryphäe. Und dieses Mal machen wir es besser. Dieses Mal, glaube ich, schaffen wir es. Dein 7. und letzter Gegner wartet. Bist du bereit? Ja, bin ich. Musste man 4-mal durchmachen? Oh. Shit. Echt? 7, 14... Kann es nicht nach 21? Das verwundert mich jetzt aber, ehrlich gesagt. Ein Arcani, eine Schwachstelle von uns. Aber dafür haben wir Erdbeben. Flammenwurf müssen wir allerdings überleben.
überleben wir und Akani wird höchstwahrscheinlich Erdbeben überleben. Allerdings hat Akanis Bedroher auch nicht gewirkt. Wird interessant hier, ein interessantes Duell. Wer jetzt gewinnt, gewinnt. Ja, wir haben Akani besiegt. Das ist echt richtig, richtig gut und notwendig gewesen. Gut, dann kommt Kokowai. Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht, ehrlich gesagt. Dass wir jetzt nicht gegen die Kampfkoryphäe kämpfen. Waren das vorher auch 4 Runs? Echt? Heftig. Okay. Ja, dann werden wir das wahrscheinlich doch erst im nächsten Part machen. Ich Idiot. Ah, steinigt mich nicht in den Kommentaren. Steinigt mich nicht. Na egal, Sternhieb zieht ordentlich ab. Ja, Lichtschild von mir aus, mach mal ruhig. Steigert ja nur deine Spezialverteidigung. So, komm, noch ein Sternhieb oben rauf. Wunderbar, haben wir Kokowai besiegt und unser Angriff steigt auch noch. Und dann haben wir als letztes Pokémon Glurak. Oh, nochmal ein Feuer-Pokémon, das gibt's ja nicht. Mit Sonnentag zusammen. Oh, oh, oh. Glurak könnte jetzt richtig heftig werden. Ich hoffe, es setzt Hitzekoller ein. Es kann bestimmt Hitzekoller. Und dann ist zumindest das Schlohkraut weg, was es dann tragen würde, nehme ich mal an. Ja, hier haben wir auch echt keine großartigen Optionen, außer Sternhieb. Von daher versuchen wir es. Okay, keine Chance. Das war's dann für PC-Freak. Ja, und dann kommt Smetty und wir müssen ja halt hoffen, dass wir schneller sind und es einschläfern können. Weil nur dann haben wir eine Möglichkeit, das Ding hier zu reißen. Und wir müssen es halt aufhalten, damit Gengar nachher eine Chance damit hat. Donnerblitz wird sehr gut sein bei Gengar. Aber wir müssen erstmal durchkommen. Von daher weiß ich nicht, ob wir vielleicht Schutzschild einsetzen sollten, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir hätten auf Nummer sicher gehen sollen, dachte ich, aber alles gut. Alles gut. So, ist eingeschlafen. Gleißendes Sonnenlicht einmal. Wunderbar. So, wir gehen jetzt aber auf den Risky Move und setzen Traumfresser ein. Glurak schläft tief und fest. Optimal. Risky Move hat geklappt. Und jetzt nochmal Schutzschild. Dichtschild lässt auch nochmal nach. Stimmt, das war ja auch noch vorhanden. Und dann dürfte das gleißende Sonnenlicht auf jeden Fall auch nachlassen. Selbst wenn wir diese Runde jetzt nicht gewinnen sollten. Ja, mal schauen. So, jetzt kommt wahrscheinlich Feuersturm, was nicht trifft. Und damit sind wir 3 Runden unbeschadet geblieben. Sonnenlicht lässt nach. Das ist das Minimum, was ich rausholen wollte. Am liebsten wäre mir jetzt allerdings ein Sieg gegen Glurak. Verstand nicht. Geschick ja. Körper auch ja. Wunderbar. Smetbo schlägt Glurak. Das geht auch wirklich nur im Kampfring. Sehr gut. Sorry. Bitte. Entschuldigung, bitte. Der Sieger heißt Elkyo. Yes. Herzlichen Glückwunsch, du hast 7 Trainer in Folge besiegt. Geschätzte Herausforderer und Anerkennung deines unermüdlichen Geistes überreiben wir die Gewinnpunkte. Nochmal einen Gewinnpunkt. Warum so wenig, Mensch? Das ist echt hier Wucher. Oder Geiz eher. Wucher wäre ja genau das Gegenteil. Nee, den Kampf brauchst du nicht einspeichern. Aber jetzt interessiert mich was. Tatsächlich. Es waren 4 Runs. Alles klar. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Part. Und zwar dann am Freitag. Bei der Kampfkoryphäe hoffentlich wieder. Ich gebe mein Bestes und werde bis dahin auch schon mal anfangen, das Team zu trainieren. Und da wäre mir eure Meinung eben auch noch sehr wichtig. Und damit ich den Part nicht weiter in die Länge ziehe, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!